hallo Freunde und willkommen auf meinem YouTube-Modellbau-Kanal Vagants Modellbau-Ecke. Ich bin Vagant und ich habe heute ein kleines Leckerli wieder, ein älterer Bausatz von der Firma Hobbyboss. Und zwar ihn sind hier, und zwar in 1 zu 48, ich habe immer noch im Hinterkopf 1 zu 32. Ich muss sagen, dass ich jetzt von Panzern nicht weggehe oder so, aber ich möchte meinen Modellbau-Radius ein bisschen erhöhen. Und ich habe als kleines Kind, also als Jugendlicher, das letzte Mal ein Flugzeug gebaut. Und ich dachte, jetzt wird es auch mal Zeit, weil ich einige Flugzeuge sehr geil finde. Ich habe sehr viele 1 zu 32 gekauft, gemerkt, dass dieser Maßstab aber für mich nicht handelbar ist. Es ist einfach zu groß. Nicht das Bauen, sondern das Hinstellen. Ich schmeiße die dann nachher nicht weg, sondern will die ja dann auch ausstellen bei mir. Also für mich oder für Besucher, dass sie dann auch mal was zu sehen bekommen, was sonst nur in anderen Ländern fliegt. Ich habe lange gesucht nach einem Bausatz und glaube, bin mit dem auf den besten Bausatz, der so am Markt erhältlich ist, gestoßen und habe mir dann auch Fotoersatzteile dafür besorgt und anderes Zubehör, was dann vielleicht auch irgendwann mal mit der Post ankommt. Ja, und ich freue mich, euch jetzt den Inhalt von diesem Karton zu zeigen. Das Flugzeug ist doch ganz schön umfangreich und der Karton wiegt natürlich auch ein bisschen was, ne? Also ich freue mich drauf, euch den Inhalt zu zeigen und bitte vergesst nicht, Daumen nach oben zu gehen, geben und ja, mich zu abonnieren, falls ihr noch kein Abo habt, denn Support ist kein Mord und ihr unterstützt mich wirklich damit. Und ja, dann bis gleich, ne, beim Auspacken. Ich bin schon gespannt, was im Karton ist. Yo, my friends, I'll be back. Ach nee, ich bin zurück. Und zwar mit der schönen Vorderseite des AC Thunderbolt 2 oder 2 von Hobbyboss. Ich habe mal so ein bisschen noch im Internet geguckt und so die Bausätze verglichen. Und ich glaube, also wenn ich mir das nicht einbilde, dass ich hiermit von der Klasse den besten Bausatz erwischt habe. Also weder der Tamiya noch der Hasegawa Bausatz kommen damit. Und ich weiß nicht, ob es noch andere gibt. Ich habe nicht alles erforscht. Ja, also ein auf jeden Fall toller Karton. Ja, es ist auch ein schönes Modell. Ich habe den schon mal gehoben, den Deckel, um was reinzuschmeißen. Und ihr seht auch schon, was ich da reingeworfen habe. Und zwar die Fotoerzteile von Eduard. Das Fotoerzteil-Set von Eduard. Und dabei ist mir natürlich dieser Karton aufgefallen. Und ich konnte schon sehen, dass die Nietenbahnen alle vorhanden sind und so. Das ist alles super geil. Vorweg, ich habe mir noch so ein Tool geholt hier. Das kennt ihr sicherlich auch. Das ist jetzt von Trompeter und ist halb so teuer wie das von Revell. Das kostet 5 Euro und ein paar Zackte. Von Revell bezahlt man 10er. Ist aber absolut identisch. Steht nur ein anderer Name drauf. Na, ich glaube, von Tamiya gibt es das auch. Ist aber auch identisch. Warum die alle dann teurer sind, liegt wohl am Namen. Trompeter ist wohl eine Billigfirma. Nein, Quatsch. So, zu den Fotoerzteilen, die habe ich separat bekommen. Ich habe schon mal reingeguckt. Da sind sehr viele Zugriffsteile für den Schleudersitz. Und der Schleudersitz soll, ich gucke da gleich, soll auf jeden Fall schon so ziemlich gut sein. Das soll das noch ergänzen. Ist natürlich geil, die Griffe und so, das ist sehr schön. Also ich freue mich auch schon auf die Montage und ich habe auch endlich was, womit ich auch bei Kleinteilen ordentlich arbeiten kann. Diese Biegehilfe von Master Tools oder Trompeter. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich habe zwar die diverse Zangen, ich habe sogar die von Tamiya jetzt geerbt. Also das ist auch Erbmasse sozusagen. Na, ich habe ein Konvolut aufgekauft von einer Witwe. Der Mann hat der hat sich alles gekauft und ich habe alles von ihm gekauft praktisch dann. Ja, so, jetzt geht's aber los hier. Die Fotoerzteile sind top und ich mag es halt allein schon die Armaturen vom Cockpit als Fotoerzteil, die sehen also immer super geil aus. So, und fange ich dann mal an? Ich glaube, ich nehme mal diesen kleinen Karton, der hier drin ist. Und ja, da kann man dann schon sehen, was drin ist jetzt an der Seite. Das glaube ich jetzt nicht, dass das gesamte Cockpit in einem Stück da drin ist. Das halte ich eher für ein Gerücht.
und auch, dass die Reifen zusammengebaut sind. So, ihr seht jetzt, was da drin ist. In einem gebrochenen Karton, ich nehme mal alles raus und werde, ich glaube, ich habe, ich muss nächstes Mal echt Platz machen vorher, bevor ich anfange zu drehen und nicht erst, wenn es dann losgeht. Ich schiebe den mal hier rüber, ich gehe gleich wieder drauf ein auf den Kasten. So, aber erstmal der Inhalt. Das erste, was mir entgegenkommt, sind die Clear Parts. Die lasse ich jetzt auch erstmal eingepackt. Bitte um euer Verständnis, das ist wohl das Teil, was ganz, ganz, ganz zum Schluss kommt. Und solange lasse ich das auch eingepackt. Und dafür habe ich mir den Satz Maskierfolien auch noch gekauft. Der ist noch auf dem Weg, wer weiß, wann der kommt. Schöne Sache auf jeden Fall, auch die Maskierfolien, wenn die fertig sind, sind auch von Eduard. Ja, Gummireifen, ich lasse das auch eingepackt. Also Gummireifen ohne Profil. Haben die irgendwelche Markings drauf? Nein, keine Marker von Goodyear oder so, nein. Also auf jeden Fall sind es Gummireifen und ein bisschen Band. Wofür das Band jetzt da ist, das weiß ich nicht. Stellt sich schon, wird sich schon noch ausstellen. Also noch ein paar Clear Parts für Scheinwerfer, keine Ahnung, auch für Umlenkspiegel, nein. Ja, weiß ich nicht, für die Kontrolllampen, die ringsrum sind vielleicht. Ich kenne mich nicht so damit aus, auch nicht mit Flugzeugen. Jetzt kommt dann wieder so ein Typ, der rummeckert und meint, ich muss mich besser informieren, bevor ich ein Video mache. Ne, da gibt es hier ein, zwei Leute, die meckern immer rum. Die sollen sich gehackt legen, diese Typen. Das interessiert mich überhaupt nicht, was die wollen. Nicht wahr? Man muss nicht immer das so machen wie die anderen. Das sind, wie nennt man die Faschisten? Genau. Die wollen auch einem immer ihre Meinung aufdrängen und nur ihre Meinung ist richtig. So, ja, jetzt habe ich wieder mal was ausgepackt, was dabei war. Jetzt nehme ich die Brille ab, aber auch nur wegen den Details. Ja, das ist so ein bisschen hier im Moment. Ich gehe noch mal näher ran und zoome mal ein hier. So. Also, da ist der Schleudersitz. Könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Ich brauche noch eine richtige Beleuchtung von oben von der Kamera her. Aber habe im Moment kein Geld dafür. So ein LED-Panel kostet 40 Euro, ein günstiges. Aber das muss man auch erstmal haben, ne? So, also es ist doch alles abgebildet, was abgebildet ist da drauf, fürs Cockpit, die Teile, der Schleudersitz. Und ich weiß aus der Anleitung von dem Eduard, dass ich hier was absägen muss, dass ich am Schleudersitz die Griffe und so absägen, das ist auch ein bisschen viel, abknipsen muss. Und auch diese mikrokleinen Teile, die ihr hier an der Seite seht beim Schleudersitz. Das sind so ganz kleine Teilchen. Ich nehme jetzt mal das hier. Hier sind vorne ganz, ganz winzig kleine Teile. Und diese winzig kleinen Teile sind auch als Foto-Ads da. So, und die muss ich abschnippeln und in Foto-Ads austauschen. Ja gut, muss ich das wohl machen. Hier weiß ich nicht. Ich glaube, hier muss man die Oberfläche abschleifen oder mit dem Messer abziehen. Das ist aber, glaube ich, auch kein Problem, denke ich mal. So. Das ist jetzt das, was in dieser kleinen Box drin war. Das bleibt jetzt auch erstmal für ein paar Sekunden. Ich werde wahrscheinlich auch mit diesem, nicht nur wahrscheinlich, mit diesem Flugzeug bald anfangen. Ich werde kein Video zum Bau drehen, sondern ich werde eine Fotodokumentation machen über den Bau. Ich habe das einfach ein bisschen leichter und ich habe dann meine Ruhe beim Basteln ein bisschen mehr. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass das Videodrehen immer so einen Druck ausübt, dass ich was muss und so. Und dabei muss ich ja gar nichts. Ne? So. Okay, jetzt muss ich das nochmal. Das muss ich jetzt, sonst könnt ihr das nicht sehen. Die Kamera nochmal richtig einstellen hier. So, ein zurück und wieder die Schärfe nachziehen. So. Das macht er automatisch, aber auf dem Bildschirm. Wie viele Beutel haben wir denn hier drin? 1, 2, 3, 4, 5 Beutel mit diversen Plastikteilen. Oh, soll ich die euch da auch noch zeigen, die Plastikteile? Ja, kann ich ja machen später. Die Anleitung kommt jetzt gleich zuerst. Also zweimal Foto-Ads-Bögen, sehr schön. Und mit dem Foto-Ads-Bögen fange ich jetzt mal eben an. Wenn ich die schon hier habe, ich bin schlecht vorbereitet. Bastelbögen weg. So,
zack. Ja, mir gefällt die Farbe von dem Teil immer noch nicht. Ah. So. Jetzt kommt wieder Werbung, ne? Revell, immer eine gute Suppe. Nee, ich finde den Kontrast von dem Blau besser. Das ist so schöner, das Blau. So, Deckels sind da nun eine Menge drin, ne? Muss ich schon sagen. Die sind zugeklebt. Jetzt muss ich doch nochmal die Skalpell nehmen. Ja, für die, die es wissen wollen, hinter mir läuft schon wieder der 3D-Drucker, aber er ist fertig mit dem Objekt fast. Druckt die Deckschicht, die obere, und das ist sehr langsam und deswegen sehr leise. Ihr hört den, dürftet ihn fast überhaupt gar nicht hören jetzt. Na, ich habe das extra so getimt im Video für einige Leute, die sich beschwert haben, der läuft ja immer so ein Drucker, der ist so viel zu laut. Na, ja, jammer drum. Wohnt an der Autobahn, hab das Fenster auf, aber ein Drucker ist zu laut. So. Zwei Foto-Ads-Bögen. Dekelbögen. Ja, schön. Also mir gefällt schon mal wieder das, was ich hier sehe von Warhawk. Dieses typische, das Maul, das mit dem, das böse Maul, wollte ich sagen. Haifischmaul mit Augen. Das kommt drauf, auf jeden Fall 100 pro. Und das grenzt dann auch schon, glaube ich, das da unter aus. Und die Bezeichnung, aber das weiß ich nicht genau. Weil das ist so auch so aufgeteilt in Felder. Also hier steht jetzt England, steht hier drauf, aber wieso steht da England drauf? Haben die Engländer den auch? Hm. Hier auf dem Bild sieht man US Army und oder das ist für. Ah, hier ist eine Fototafel, so eine Farbtafel drin. Ja, also schöne Deckels auf jeden Fall. Ich sehe im Licht, dass sie gut abgegrenzt sind. Kaum ein transparenter Überstand ist das schon mal schön. Das mag ich ganz gerne. So. Jetzt habe ich da wirklich, das finde ich jetzt nicht gut, Kleber auf die Deckels. Der Tesafilm-Kram. Na gut, ich mache das trotzdem drauf hier. Weil ich das auch ein bisschen besser finde. Ich finde sie noch ein bisschen geschützter. So, ich packe sie nicht ein, ich packe sie nur zur Seite. Ja, Panzer baue ich auch weiter, ganz klar. Bauen tue ich so ein bisschen im Hintergrund. Seht ihr noch nicht, ich habe so viele Videos, die noch nicht bearbeitet sind. Und im Moment bei den Temperaturen und so habe ich auch gar keinen Bock. Ich bin froh, dass ich noch die Unboxing-Videos mache. So, jetzt kommt eine Farbtafel. Das ist natürlich schön. Das ist das Farbmuster, was auch auf dem Karton drauf ist. Und glaube ich doch, ist das hier. Ja, das ist so ein bisschen die langweilige Version davon. Ja, ist ganz klar. Ich werde ihn auch so lackieren. Zumindest werde ich es versuchen. Ich werde mir viel, viel Mühe geben, diese Lackierung genauso hinzukriegen. Finde ich schön. Sehr schön. Das Flugzeug ist einfach so geil, muss ich sagen. Das muss ich ja mal sagen. Ein so geiles Flugzeug. So, Anleitung in Schwarz-Weiß. Vorne ist nicht viel drauf, nur so ein bisschen Zeichenerklärung. Ja. Der Inhalt des Bausatzes. Jetzt ist aber eine Frage. Ist das Waffensystem nur einmal vorhanden oder zweimal? Auf dem Foto sehe ich immer, dass es im Flugzeug verbaut, dass vorne nur das MG rausguckt, das MG, diese Rohrbündel und sonst nichts. Das kann, und dann steht nebenbei dieses Teil hier mit dem, also ich weiß gar nicht, welche Gau-Maschinenkanone da drin ist. Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Hier bin ich schlecht informiert, ich weiß. Mir doch egal. So, das Waffensystem ist komplett draußen, das finde ich geil. Das kann man so schön auf so einen Aufsteller packen und neben das Flugzeug drapieren. Und hier ist nämlich das Cockpit, damit fängt das an und damit werde ich auch heute anfangen. Ich werde nämlich heute das Cockpit, zumindest den Schleudersitz mir vornehmen und den Schleudersitz lackieren. Und ja, das kann sogar sein, dass heute da schon Fotos von rauskommen.
Heute ist der 3.8. Naja, ich lade eigentlich am Wochenende hoch. Mal schauen. So, sehr viele Teile natürlich. Jetzt geht es hier weiter an Flügel schon. Das ging aber schnell. Kommt schon der Flügel. Das Cockpit ist der schwerste, glaube ich. Und von den Flügel, von den Details her ist es auch okay. Aber ja, es gibt für die Rad-In-Kästen, also die Radkästen, sage ich schon, wo die Räder reinkommen, gibt es komplette Resin-Parts. Die sehen zwar auch schweinegeil aus, aber da muss man auch viel tun, um die hier reinzubekommen. Und die sind sehr teuer. Nee, das Waffensystem wird doch komplett in das Modell integriert, sehe ich gerade. Im Original ist es so, dass das Waffensystem zuerst auf dem Ständer stand und die haben gesagt zu den Ingenieuren, wir brauchen jetzt ein Flugzeug da drum. Weil das Wichtigste an diesem Flugzeug ist dieses Waffensystem. Die hätten mal so eine Art Harrier, also einen Senkrechtstarter, nehmen sollen, um das Waffensystem da einzubauen. Worum ist ganz einfach, der kann über dem Objekt in gut großen Abstand so langsam ranfliegen, stehen bleiben, nach vorne schwenken und dann schön das ganze Gelände mit der Maschinenkanone, mit der Gatling eindecken. Also so viele Bauschritte sind das aber gar nicht, ne? Wenn ich hier die Beule sehe, sind das ordentlich Teile und hier sieht das alles so noch wenig aus. Ah, dafür sind die Bänder da. Da sind nämlich Poller, damit das Flugzeug nicht wegrollt. Das ist ja auch schön. Und dann kann man die Treppe ausgefahren darstellen. Und das ist ja... Jetzt interessiert mich aber nochmal, wenn man das alles kann, kann man dann auch die ganzen Lücken offen lassen, wo man in das Waffensystem reinguckt. Das sieht nämlich nicht so aus. Das finde ich jetzt doof. Da brauche ich das auch gar nicht bemalen. Das ist ja Quatsch. Das ist, man soll das ganze Zeug bemalen, dann einbauen und dann guckt vorne nur die Mündung raus. Dann kann man sich das ganze Bemalen des Waffensystems ersparen. Und eigentlich auch den gesamten Zusammenbau des hinteren Teils des Waffensystems. Man braucht also vorne nur das Rohr einsetzen. Werde ich auch nicht anders machen. Ist ja Quatsch, wenn ich da noch die Zeit aufwende, das dann auch noch von innen zu bemalen. Oder anders, ich lasse es ausgebaut und versuche für vorne eine Mündung zu finden. Das ist ja scheiße. Sorry, das ist aber wirklich, finde ich das kacke. Also hier sieht man in der Skizze die Unterseite mit der Klappe. Vielleicht kann man da doch reingucken. Aber das sieht nicht danach aus. Und offen darstellen. Hier gibt es keine Option dafür. Was ist das? Auf der letzten Seite, keine Ahnung. Ach so, die Bewaffnung. Ach jo. Und es ist eine... Was für eine Maschinenkanone ist drin? Hier ein Blende oder was? Das soll die 6 sein, oder? Ne, die 6 ist da. Oh Gott. Da stehen die... Da steht aber Tank. Toll, auf die Maschinenkanone gehen sie jetzt nicht ein, da steht nur Tank. Tank. So, dann nehme ich jetzt erstmal den. Deswegen seid ihr ja hier, ihr wollt ja sehen, wie der Bausatz aussieht und nicht wie die Anleitung aussieht unbedingt. Soll ich eigentlich. Nee, das darf ich glaube ich gar nicht, ne? Wenn ich Anleitung einscannen und die reinstelle, dass Leute, dass ihr euch die runterladen könnt, schon euch die Anleitung angucken könnt, schon vorher. Das wäre doch vielleicht auch eine Idee noch, ne? Aber ich glaube, das ist nicht erlaubt. Ach, guck. Ist die Schere stumpf oder was? Ja, fühlt sich so an. Mann, das war eine meiner Lieblingsscheren. Die ist stumpf, gibt's ja nicht. So, lose Teile im Beutel, das ist auch immer ganz schlechtes Tennis. Das lasse ich mal da drinnen, das packe ich dann wieder ein. So. Ja, dann geht's mal los mit dem ersten.
mit dem ersten Bastelbogen, genau. Jo, mit dem ersten. So, was sehe ich da mit meinen verschrobenen Augen? Was mir schon ins Auge fällt, ist, dass der ganze Bereich, das ist das vordere Fahrgestell, in einem Stück gegossen wurde und nicht in 20 Einzelteilen. Und auch sehr deutlich, also sehr gut gegossen. Jetzt muss ich trotzdem noch mal kurz wieder korrigieren hier. So, Korrektur gelaufen. Und waren klasse, ich wusste gar nicht, dass sie so gut sind. Hey, wo sieht man das? Seht ihr die? Gucken. Da sind ganz deutlich die Strukturen drauf zu sehen. Und das ist, soweit ich weiß, Fahrgestell vorne, der Auslass alleine der Raum. Und hier sind die Wartungsklappen und die Abdeckung für das Waffensystem. Und das ist alles schön strukturiert. Das sind da brauche ich mit dem Panelliner einmal anstupsen und dann hat das Kontur. Das ist echt geil. Die Reifen sind hier zweischalig baubar, aber es sind ja Gummireifen dabei. Das ist ja gut. Dann sind hier die Patronen vom Waffensystem, also so angedeutet, so richtig gut sehen die natürlich nicht aus. Aber die Teile sind von der Struktur, muss ich schon echt sagen. Oh, und wenn man das von nahen sieht, das ist ja geil. Also auch das, könnt ihr das sehen so ein bisschen? Ich gehe mal wieder ein bisschen weiter runter, wegen dem Licht. Oder ich mache Schatten. Hier, da. Ich habe jetzt meine Brille gerade nicht auf, weil ich mir das ja selber gerade angucke. Und ich bin stark kurzsichtig. Also die Konturen da drauf, also das, was ihr da sehen könnt, ist auch rattenscharf. Also das Armaturenbrett für den Piloten ist wirklich ganz toll. Ne? Jetzt müsste man das auch nur so bemalt kriegen, so scharfkantig. Klasse. Hier sind ein paar Fischhäute dran, aber das ist egal. Hier sind diese Bremsklötze, damit das Gerät nicht wegrollt. Und nun kommen wir zum nächsten Bogen. The next one. Ganz klar Düsenteile für den Antrieb, also die Turbinen. Und die Turbinen, das könnt ihr vielleicht sehen, sind, da kommt Licht durch, die Blätter der Turbinen sind nämlich einzeln gegossen, sie sind offen. Das sieht man fast gar nicht, aber das ist klasse. Ja. Die Einschalung für die Düsen, das Düsengehäuse, ja, Heckpartie, auch ganz deutlich mit den Nieten rein, also da brauche ich auf jeden Fall das Nietrad keine Sekunde für. Das ist mal vorbildlich, was soll ich dann sonst dazu sagen, toller Bausatz bisher. Ich habe noch ein paar mehr Flugzeuge hier, weil ich vom Panzer nicht genug habe, nein, das ist falsch, aber ich habe gerade so eine Flugzeugbeschaffungsmaßnahme. Ich wurde da angefixt, wollte eigentlich nur ein paar WWK-2 Flugzeuge bauen, aber das hat sich jetzt geändert, meine Meinung dazu, weil ich habe früher als Kind auch ganz, ganz viele Flugzeuge gebaut, natürlich nicht so wie heute, und heute ist das ja alles anders. Das ist nicht mehr alles krumm und schief, so damals wie bei Italieri oder Revell und wie sie nicht alle hießen, da waren die Sachen ja meistens schief und krumm. Das ist ja heute nicht mehr. Oh. Also, jetzt kommt ein für mich natürlich Schmankerl. Das ist, ich bin kein Bayer. Nee, das bin ich nicht. Aber ich sage das jetzt trotzdem. Ich bin Hamburger. Und zwar kann man dann schon mal sehen, wie lang das Flugzeug wird, weil die Stupsnase, na, kann man doch irgendwie sehen. Ne? Da steht 33 Zentimeter lang ist die Schnauze. Wenn das hier ein Zentimeter ist, dann stimmt das. 33 Zentimeter lang. Und auch sehr schöne detaillierte Oberfläche. Also alles hat eine detaillierte Oberfläche. Und auch die ganzen Nieten rein, das ist alles vorhanden. Also klasse.
hier an der Seite die offene Luke für die Leiter und auch alle Wulz und so, die sind nicht vergossen von innen, sondern die sind alle offen. Könnte man also mit dem Rauchgenerator immer Rauch... Ach Quatsch, Käse. Wir bauen ja nur ein Flugzeug. Und von der Rückseite, es ist Struktur für den Innenraum, zumindest auf der Seite sieht man was. Auf der anderen Seite haben sie nichts gemacht. Was man letztendlich davon sieht, das weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, hier kann man die Klappe aufmachen. Nee, die kann man nicht aufmachen. Aber man sieht das, glaube ich, von unten durch. Ich weiß das nicht. Moment, da unterliegt das Waffensystem, geht hier durch und liegt auf der Seite. Also vielleicht kann ich das doch darstellen, dass das offen ist. Das ist, im Plan ist nicht viel zu sehen. So. Jetzt. Ja, die Bomben sind jetzt zwar auch ganz gut, die lasse ich aber mal eingepackt. Die Bomben, sag ich schon, die ganzen Raketen, die Halter für die Raketen und so. Das ist also für mich sekundär. Ich werde das Flugzeug auch nicht mit Raketen bauen. Also die Halter kommen zwar dran, aber vielleicht mache ich Sidewinder dran oder so, aber das war's dann auch. Ich werde das nicht hinstellen und behängen mit allem, was da drauf abgebildet ist. Hier auch schon wieder alles voll. Also da sind ja Raketen und ja Bomben bis zum Abwinken. Und dann auch die großen Raketen. Die SAMs und taktisch Bunkerknacker. Da sind sogar Bunkerknacker dabei gewesen. So, ja. Also, vielleicht mache ich die Bunkerknacker, die sind lustig. Na, lustig nicht für die, die das abbekommen, aber eben vom Technischen her sind die richtig geil. So, und jetzt kommt... Deswegen sind auch nicht so viele Bauschritte da. Eigentlich sind das ja nur die 5 Bögen, die 5 Gussäste. Und die restlichen 4 Gussäste, die hier verpackt sind, das ist alles nur Waffe. Und bei dem Flugzeug, sage ich mal, unwichtige Waffe. Ja, das Flugzeug selber ist ein Waffensystem schon wegen der Kanone, die wesentlich interessanter ist. So, jetzt sind die... Ja, nehme ich erstmal den hier. Ja, absolut wieder toll gemachte Struktur da drauf. Hier gibt es nicht so viel zu sehen. Das sind hier die... Wie soll man das sagen? Die Wulze, die unten an den Flügeln sind, wo die Reifen dann rauskommen. Der Fahrgestellschacht. So, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Das lohnt sich auch nicht so wirklich. Ja, das sieht dann schon wieder schön aus. Hier die Wartungsklappen von unten mit überall deutlich zu sehen. Also ein wirklich toller Bausatz von... Hobbyboss, Trompeter. Ja, Hobbyboss ist ja Trompeter eigentlich. Schön. Ja, Kinders, was soll ich dazu sagen? Das ist ein wirklich geiles Flugzeug und ich freue mich also wirklich einen Keks da drauf. Oder Keks da drauf, was rede ich, dass ich das Ding habe. Hier ist die Leiter ausgefahren, auf der anderen Seite ist sie auch ausgefahren. Und da steht aber ein bisschen mehr in der Tür, da ist eine kleine Klappe davor, wo dann wahrscheinlich, nee, keine Ahnung, was da drauf steht. Da steht auf jeden Fall was drauf. Ja, ich werde es stehend bauen, ganz klar. Was mich bei den Flugzeugen allerdings meistens stört, ist, dass keine Aufsteller dabei sind. Für jedes Flugzeug einen Aufsteller für 7 oder 8 Euro kaufen, ist natürlich auch ein bisschen happig. Bei dem Flugzeug ist das auch ohne Aufsteller okay. Aber ich sehe ganz deutlich, dass das Waffensystem eigentlich gar nicht zu sehen ist. Dass die GAU überhaupt nicht zu sehen ist. Also muss ich im Resin-Zubehörhandel mal gucken, ob ich das ganze vordere System kriege oder ich muss wirklich mit... Ich habe hier so ein... mit dem, was ich gekauft habe, mit dem Konvolut, habe ich auch verschiedene Gussharze gekriegt. Zwei Komponenten und ich glaube auch Silikon, um eine Form zu erstellen. Sonst gieße ich das Vorderteil einfach ab und stecke das dann rein und baue das Waffensystem gar nicht ein. So,
war dann außen vor und dann wird es voll lackiert. Ja, Freunde, das war's. Falls euch das Video nicht gefallen hat, gebt keinen Daumen. Wenn euch das Video allerdings gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Und lasst ein Abo da, falls ihr noch keins habt, denn Support ist kein Mord. Ich glaube, das habe ich in der Ansage schon gesagt, ne? Ja, ich glaube ja. Naja, doppelt hält besser. Also bitte nicht vergessen, Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, Fragen und Anregungen, nicht klugscheißen. Oder negative und dekonstruktive, nee, unkonstruktive Kritik muss ich auch nicht haben. Aber lasst einfach alles ab. Erzählt mir eure Bewegchen. Dr. Matze oder Dr. Vagant macht das dann schon. Nee. Also ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Jahr. Flugzeug, Panzer, Halbkettenfahrzeug, Radfahrzeug oder Flussdampfer oder Schiff. Ja, die Sammelsucht, die weitet sich aus. So, und nochmal, ich baue nicht alles, was ich auspacke. Das mache ich nicht. Also zumindest, wie soll das gehen? Ne? Also jetzt habe ich schon über 60 Modelle in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr zusammen. Das schaffe ich einfach nicht. Aber im Jahr so 4 Modelle werde ich dann sicherlich schaffen. Oder noch ein paar extra. Meine Ambition hier, diesen Kanal zu betreiben, ist halt das Unboxing. Na, das und nicht unbedingt das Bauvideozeichen. Bauvideos zeigen, genau. Jetzt brabbel ich hier aber auch schon rum. Ja, das liegt daran, dass ich kein Skript benutze. So. Ich wünsche euch alles Gute. Also bis zum nächsten Video. Euer Vagant.